So, lange habt ihr ja nicht warten müssen seit dem letzten Part. Und ich muss schon wieder lesen. Oh mein Gott, das letzte Part war übrigens ein Tutorial. Da vorne ist schon Nenes Haus. Okay, da werden die ganzen Sachen erklärt. Ist ziemlich uninteressant für euch wahrscheinlich. Und für mich war es jetzt auch nicht gerade. Da ist wieder ein Klohäuschen. Da können wir gleich mal speichern. Legen wir gleich mal eine kleine Sitzung ein. Bin ich jetzt hier zu dumm, da hochzukommen? Oder wie sieht das aus hier? Shit. Mann. Also ich probiere es jetzt noch hier einmal. Zack. Nochmal. So. Alter Schwede, was ist los mit mir? Nein. Also das ist schon ein bisschen scheiße gemacht. Okay, erstmal ins Klohäuschen. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, wir wollen es speichern. Upsala. Das Spiel wurde gespeichert. Oh, das war Skill. Habt ihr es gesehen? Das lasse ich erstmal mein Leben wieder aufladen, indem ich den Brunnen verwende. So, und wir sehen hier schon mal ein fettes Haus. Das wird wahrscheinlich Nenes Haus sein. Wir werden jetzt hier erstmal das Teil herausspucken. Das brauchen wir nämlich vorerst mal nicht. Ich probiere nochmal kurz das aus, weil ich habe das letzte Mal... Oder auch nicht. Lass uns einfach mal die Berg runterplumsen. Und wir werden jetzt die Nene besuchen. Oder den Nene, ich weiß ja nicht, was das da ist. Schaut nach einer Füchsin aus. Erstmal hoch, wie komme ich hier hoch? Okay, gut. Nur zu Nene, mal schauen, was sie sagt. Hallo Nene, was gibt's? Kuchen, magst du auch ein Stück? Nee, ich muss in die Stadt. Die Stimme von Anders. Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Oh, könntest du kurz einen Blick in meinen Keller werfen, bevor du gehst? Deinen Keller? Ja, hier ist der Schlüssel. Da unten sind ein paar Ameisen. Die machen mich wahnsinnig. Na klar. Ich habe auf der Suche... Das war ja der andere. Ich war auf der Suche nach einem Job. Wie viel hättest du denn einem professionellen Kammerjäger gezahlt? Oh je, ich dachte, du würdest das ohne Freunden umsonst machen. Aber wenn du so willst, ich glaube, ich hätte ein paar Herzkapseln unten im Keller liegen gelassen. Wenn du da ausmistest, gehören sie dir. Nimm mal den Schlüssel, ich denke. Nein. Okay, Escape haben wir gleich mal ausgehandelt. Ich schluck jetzt mal den Schlüssel. Okay. Und... Scheiße. Muss mir nur ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Gehen wir mal ab in den Keller und schauen, was da so abgeht. Hier scheint eine Leiter. Ach nee. Ich dachte zuerst, das wäre eine Leiter, aber hier ist wieder ein cooler Hightech-Fahrstuhl. So, hier ist der Schlüssel. Wir werden gleich mal den Schlüssel. Interessant, ich muss den Schlüssel einfach bloß auf das Schloss spucken, damit es kaputt geht. Und hier ist der Keller. Hier sind schon wieder irgendwelche Pfeile. Oh! Fuck. Ich frage mich jetzt gerade, wie ich da hochkommen soll, ehrlich gesagt. Das war jetzt ein bisschen fail. Okay. Nee, doch nicht. Scheiße. Ja, das ist jetzt natürlich etwas suboptimal, wenn ich hier nicht weiß, wie ich da drüber kommen soll. Ich weiß nicht, ich gehe glaube nochmal kurz raus und dann schaue ich mal nochmal rein. In der Hoffnung, dass die Teile dann wieder oben sind. Okay. Ich muss doch hier so irgendwo... Oh, komm. Okay, ich bin oben. Oh, geht hier schon actionreich zu. Hier fallen diverse andere Teile vom Boden und zack. Ja. Okay. Ich dachte jetzt eigentlich, ich könnte die so zerstören, aber... Da fand ich doch mal eine geile, starke Zunge. So, sammeln wir das Teil mal auf und schauen hier. Aber das war jetzt noch ziemlich easy, das Level. Ich denke, das ist gleich vorbei. Scheiße. Boink. Genau, das funktioniert. Das wollte ich von ausprobieren. So, öffnen wir doch mal die Kiste und wir sehen, wir bekommen ein Herz. Du hast eine Herzkapsel erhalten. Die maximale Lebenspunktzahl hat sich um 1 erhöht. So, wir haben jetzt oben, wie man sehen kann, 3 Herzen. Mich wundert es eigentlich, dass sie grün sind und nicht rot. Das ist wahrscheinlich, weil der Frosch grün ist, was eigentlich so generell sinnlos ist, weil der Frosch kein grünes Blut hat. Schätze ich mal, wie ist sonst der Witz? Was ist grün und auf Knopfdruck rot? Ein Frosch im Mixer. Sonst wäre der Witz ja nicht zustande gekommen, der eigentlich ziemlich scheiße ist, aber ich bringe es hier erstmal. Ich sage jetzt einfach kurz Bescheid, dass ich die Ameisen getötet habe. Bist du dazu gekommen, dich um die Ameisen da unten zu kümmern? Natürlich, ich enttäusche nicht. Und im Übrigen, danke für das Geschenk. Gern geschehen. So,
Ich denke, das war's ja schon. Das ist nochmal kurz in dem Haus rum, ob es noch irgendwas zu plündern gibt. Das war ja nicht genug, dass wir jetzt als Freundschaftsdienst schon was verlangt haben. Und ich denke, hier gibt es nicht mehr so viel zu entdecken. Nee, dann schätze ich mal, wir gehen jetzt hier mal wieder raus. Und setzen unsere Abenteuer in... auf zu dem Haus waren wir gerade in der Welt der Frogger. Ich weiß ja nicht, fort. Da oben ist eine fliegende Ameise, sehr interessant. Nennen sich Ameisen, ist wahrscheinlich die Königin oder was. Egal, wir schauen jetzt mal schnell da runter. Da geht es anscheinend lang. Und hier ist Wasser, können wir da drin schwimmen. Sehr interessant, wir können da drin sogar schwimmen. Wir schauen, ob es da irgendeinen Geheimgang gibt. Anscheinend nicht. Also schauen wir mal, dass wir hier wieder rauskommen. Bevor wir uns noch Unterkühlung holen. Weiter geht's. Hier ist... okay. Ein Moment, Ihre Zeit, der Herr. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin unterwegs zur Stadt. Kein Interesse. But the town you see... Not interested. Not interested. Buzz off. I don't care what you're preaching. Go sell it to someone else. Very well. Someday, those door-to-door people will realize that the kind of fort sell tactic just annoys people. The sooner, the better. Okay. He flies away. Oder he flied away. Would be better. So, hier. Nochmal runterschauen, ob es da hier vielleicht nochmal irgendwas zu erleben gibt. Nichts. Aber ich finde, das Wasser schaut gar nicht mal so schlecht aus für das Spiel. Also richtig gut animiert. Weiter ins nächste Terrain oder ins... Platschhüpf. Hört sich schon mal sehr froschtechnisch an. Ich will doch da hoch, Mann. Habe ich da irgendwas verpasst am Anfang oder warum komme ich die einfachsten Passagen nicht rauf? Ich wollte gar nicht zurück. Aber gut zu wissen, dass man auch zurück kann. Okay. Ich glaube, auf den Blättern kann man... Oder wenn ich jetzt zweimal ganz schnell rechts... Wenn ich zweimal ganz schnell rechts... Nee, doch nicht. Ich denke, die Blätter, die verleiten uns dazu, höher zu springen. Aber ich kann es mir auch einfach bloß einbilden, weil ich hier zu der Uhrzeit einfach nur noch beschränkt bin. So, wir gucken, dass wir es... Oh ja! Das ist natürlich auch sehr gut, dass wir das rausgefunden haben. Dass wir auch hier auf den Ameisen, die ja so viel aushalten... Trampolin verwenden können. Nein. Oh ja, war das knapp. Ich sag's dir. Zack. Yummy, yummy. Das erinnert mich gerade wieder an meinen Spitznamen. Marcel. Und übrigens danke an Sebastian, der den coolen Spitznamen rausgefunden hat. Ich werde den jetzt an dieser Stelle nicht nennen. So. Jump out of the water, frog. Und wir gehen jetzt mal weiter... Gehen wir gleich weiter hoch und holen uns die Äpfel oder die, was das da darstellt. Sieht sehr Hardcover-mäßig aus. Ich glaube, ich kann den auch nicht schlutzen. Nee. Da müsste ich mir jetzt, glaube ich, das Teil hier von da oben runterholen. Weil ich glaube, ich kann auch nicht drauf. Ich will auch gar nicht drauf. Oh, es macht mir zumindest keinen Schaden. Ich dachte jetzt, das würde mir Schaden machen, aber dem war nicht so. Ich werde mir jetzt trotzdem nur mit die Münze holen. Scheiß. So. Den habe ich runtergeholt. Hier unten gibt es wieder Münzen zu holen. Ich hoffe, da kommt es nicht zu mir rein. Du bist ein Arschloch, aber die stirbt. Die sterben im Wasser, das ist schon mal interessant rauszufinden. Ich gehe mal da vorne raus, das dauert mir sonst alles hier zu lang. Und hier gibt es wieder eine kleine Passage, die ich mit den Links-Rechts-Sprüngen, denke ich mal, gut bewältigen kann. Siehe da, und ich habe das auch noch hier sehr professionell ausgetrickst, diese Ameisen. Das ist ein Ameisenhaufen, wie man sehen kann. Das heißt, die kommen da kontinuierlich raus und ich kann da nichts dagegen machen. Ich kann die noch nicht mal in ihrer Origin hier wegsaugen, aber ich kann diese hier mit großer Gewalt zerfleischen, indem ich sie aus meinem Maul spucke. So, weiter geht's. Hier, scheiße, ich will das Teil doch bloß noch haben. Was ist denn das überhaupt, ein Diamant? Was ist denn das überhaupt? Das hat mir keinen Schaden gemacht, das war gerade ziemlich insane. Veranlagt, popherzig war das und hier, nächstes, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Zuck, 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 zuck und du bist weg, du kleines... Ameisenviech. Ich bin ja gespannt, wann hier jetzt mal wirklich die Action in das Spiel einfließt. Das war mal ein Combo-Move, feinster Art. Wall-Jump included irgendwelche heftigsten Sachen. Nein! Das war natürlich jetzt hier nichts vom Feinsten. Aber ich spuck jetzt einfach mal weg und hüpf drauf und schau, dass ich jetzt
hier da drüben noch die Münze holen. Ich will ja natürlich möglichst viel einsammeln, damit ich mir später in der Stadt Güter kaufen kann, von denen ich bisher noch nichts weiß. Und wir werden jetzt wieder hier oben lang gehen und dann einfach mal ins nächste Gebiet wandern. Oder in das nächste, die nächste Sequenz. So. Brennen und blubbern. Hier erstmal wieder ein Scheißhaus. Da speichern wir das doch gleich mal hier. Speichern. Spiel wurde gespeichert und wir werden unsere Wanderung fortsetzen. Hier wieder goldene Äpfel, nenne ich sie einfach in Zukunft. Weil ich kann hier nicht 5000 verschiedene Münzen betiteln. Das wäre ziemlich... Und ich habe gerade rausgefunden... Das erinnert mich gerade hier ziemlich an Super Mario. Die kann ich wenigstens schluzen, das ist schon mal gut hier. Friss das. Links, scheiße. Links, rechts. Und nochmal links hin, da oben gab es nochmal 3 Äpfel, 4 Äpfel zu holen sogar. Ich weiß gar nicht, das gibt mir auch Geld, okay. Ich glaube, alles, was ich zerstöre, gibt Punkte und so Sachen wie... Ich will das als hoch... Mann. Ja, das ist mir jetzt hier ziemlich peinlich, dass ich da nicht mal hochkomme. Ja, lass mal die doch jetzt einfach mal hier liegen. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier mich 5 Stunden mit dem gleichen zu beschäftigen. Und gehen wir mal weiter hier runter, tauchen in der Runde. Vielleicht gibt es ja was zu entdecken. Ich glaube, der hat unbegrenzt Luft, so wie es aussieht. Und hier gibt es einen Fisch, kann ich auch unter Wasser... Oh ja, Piranha. Unter Wasser kann ich anscheinend nichts aufschluzen, aber das tut jetzt auch nichts weiter zur Sache. Hier kann man ja gut ausweichen vor dem monströsen Fisch. Und hier gibt es noch einen, der schaut hier eher bekifft aus, also der wird uns eigentlich mal in Ruhe lassen. Und hier gibt es einen Schwertfisch, oh ja. Oh ja. Ja, alles ziemlich knapp beieinander und das habe ich jetzt hier für 2 Münzen gemacht. Das war natürlich super spitz, aber ich habe jetzt schon 64 Dollar, denke ich mal, wird das hier betitelt. Und da hinten gab es vielleicht noch was, aber wir gehen jetzt trotzdem einfach mal weiter. Probieren wir es dann noch einmal hier auf unseren... Schaffen wir nicht, egal, scheiß drauf und weiter geht's. Hier, durch und durch. Scheiße, das ist wieder eine Pflanze, die trägst mir gleich mal aus, indem wir... Ha, Profi-Move. Hier, was ist das? Eine gelbe Ameise, ich weiß nicht, was das ist. Bewirkt momentan noch die verschiedenen Farben, vielleicht Leben, vielleicht Angriff. Wir werden es im Laufe des Spiels, denke ich mal, noch herausfinden. Und hier ist eine richtig heftige Pflanze. Wir schwimmen aber jetzt einfach mal wieder. Das hört sich nämlich hier... Oh, das ist alles ziemlich einfacher. Hier ist wieder... Das lasse ich jetzt erstmal da. Vielleicht dient es mir sogar als Schutz. Das wäre ganz praktisch sogar. Und ich habe jetzt hier gerade mal...